bei vielen Enzymen hat man auch Charaktereigenschaften eines Menschen dran. Na, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf kommen, COMT und MOA. Und bei GPX hat man auch sowas. Leute wie ich sind sehr empfindlich gegenüber Gerüchen. Das ist Parfüm. Hat mich schon immer gestört als Kind, wenn irgendjemand eingestiegen ist und hatte total irgendeinen 4711 oder so Geruch. Kann ich nicht leiden. Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute Robert Krug. Robert, du bist Wirtschaftsinformatiker und Buchautor. Durch eigene gesundheitliche Probleme hast du dich 2016 mit holistischer Gesundheit und der Biochemie befasst. Deine tiefe Begeisterung und dein Eigenstudium haben dich dabei zum Experten gemacht, sodass du sogar 4 Bücher zu den unterschiedlichsten Themen verfasst hast. Dein letztes Buch heißt Hör auf deine Gene. Darin beschreibst du, welche Auswirkungen unsere Gene auf unsere Gesundheit haben können und wie man die Informationen über die eigene Genetik nutzen kann, um individualisierte Behandlungskonzepte und Lifestyle-Empfehlungen abzuleiten. Robert, willkommen zum Epigenetik-Podcast. Ja, danke. Ich freue mich, da zu sein. Ja, Robert, ich finde das immer ganz authentisch, wenn sowas aus einem eigenen oder aus einer eigenen Geschichte heraus entsteht. Bei dir waren es eigene gesundheitliche Probleme und du bist ja, wir haben uns, bevor wir jetzt auf Record gedrückt haben, darüber unterhalten, du bist ja kein Arzt oder Therapeut oder jemand, der dann auch mit seinen Inhalten was verkaufen will, sondern im Endeffekt bei dir steht da die Aufklärung oder die Information im Vordergrund. Bevor wir thematisch eintauchen, würdest du uns ein bisschen was erzählen über deine Geschichte? Was hat dich damals gesundheitlich begleitet und wie hast du dann einen Weg herausgefunden? Ja, gerne. Das ist richtig. Ich bin eigentlich studierter Wirtschaftsinformatiker arbeite als Software-Architekt im weitesten Sinne mit Spezialgebiet Kryptographie. Also was ganz anderes, wobei dann auch wiederum nicht. Weil so ein Grundprinzip in der Informatik ist es, das ist jetzt ein bisschen gemein gegenüber der Medizin, aber dem Problem auf den Grund zu gehen. Ja? Bei uns hilft es nicht, wenn die Datenbank nicht läuft, zu gucken, dass man vorne den Button etwas größer zieht, ja, wo man draufdrücken kann, wiederhole oder so, ja, was die Medizin dann leider gern macht. Irgendwo was draufkleben, eine Spritze rein und versuchen und hoffen, dass es dann wegbleibt. Das ja, ist die klassische, muss man sagen. So die klassische Medizin, genau. Genau, oder die Schulmedizin, ja, genau. Ja. Und man stellt dann, wenn man jetzt nicht gerade eine Erkältung oder so hat, dann stellt man schnell fest oder bei länger anhaltenden, ich will noch nicht sagen unbedingt, ich hatte jetzt nicht unbedingt eine chronische Erkrankung, aber eine stark anhaltende Erkrankung, dass man dann von der Schulmedizin leider im Regen stehen lässt, weil sie auch systembedingt keine Zeit für einen hat. Das muss man auch immer sagen. Ne? Es ist immer total traurig zu sehen, was ein Schulmediziner abrechnen kann oder darf und wie wenig Zeit er eigentlich für einen hat. Ja, also ich hatte in 2015, eigentlich schon, sagen wir mal, seit 2010 Verdauungsprobleme. Unterschiedlicher Art hat sich dann so ein bisschen, ich habe mit einer Heilpraktikerin da auch so ein bisschen in 2010 bis oder 2008 bis 2014, 15 diverse Kleinigkeiten versucht, die war allerdings biochemisch nicht wirklich fit, so im Nachhinein, jetzt weiß ich das, kann ich das beurteilen. Trotzdem hat sie sich Mühe gegeben und man hat versucht, also ich hatte dann schon festgestellt, dass irgendwas mit Weizen nicht okay ist, dass ich da, ne, man fängt dann ja auch an zu beobachten und irgendwann geht auch der,
in Anführungszeichen, der Wissenschaftler, kommt dann raus und sagt, okay, jetzt schreibe ich das auch mal auf, ja, so dass ich das überhaupt nachvollziehen kann, weil man kann häufig auch gar nicht nachvollziehen, was man vor 4 Wochen eigentlich gemacht hat oder vor 4 Monaten. Und das ist schon mal eine Grundregel, Nahrungstagebuch führen, ja, sich aufschreiben und dann zu gucken, oh, guck mal, mir geht's heute richtig schlecht, der Magen grummelt, ich habe heute Joghurt gegessen. Vor 4 Wochen hatte ich das schon mal. Und dann kann man nachblättern, ach, da habe ich auch Joghurt gegessen, dazwischen habe ich keinen Joghurt gegessen. Ja, und dann könnte es der Joghurt, es ist noch nicht bewiesen, dass es der Joghurt, aber es könnte der Joghurt sein. Und dann lässt man einfach mal weg und testet es dann halt nochmal aus. Und in 2016 hatte ich dann eine recht starke, dauerhafte Reaktion, Verdauungsreaktion, dass es mir sehr übel war, dass ich habe damals in Berlin gewohnt, dass ich aus der S-Bahn aussteigen musste, weil ich dachte, jetzt kommt das gesamte Frühstück wieder raus. Bin dann da, das ist mir häufig passiert, bin dann da 10 Minuten, Viertelstunde, kalte Luft war dann gut, auf und ab gegangen. Das lag nicht daran, dass die S-Bahn voll wird. Das war nicht mein Problem. Ich habe aber keine Probleme mit S-Bahn zu fahren oder so, bin ich immer gern. Sondern einfach tatsächlich, es war ja dann auch weg, sondern einfach so eine Grundübelkeit und halt auch Verdauungsprobleme mit Durchfall und ähnlichen Problematiken. Und dann tatsächlich einmal ganz schlimm, dass ich 3-4 Tage auch total Kopfschmerzen hatte, es mir total schlecht geht, total einen Hangover hatte. Ich war zu der Zeit auch Weinliebhaber und auch darüber könnten wir einen Podcast machen, über die Vorzüge der südfranzösischen Weine. Seit 2016. Gerne, mal die Familie meiner Frau, die haben Weingut, da können wir uns gerne ein bisschen austauschen, vielleicht noch privat probieren. Ja, ich war ziemlich auch da, wenn ich etwas mache, mache ich es immer mit totalem Ehrgeiz oder bin da auch mit totalem Interesse dabei. Hab da auch Urlaub gemacht vor Ort, aber das ist heute nicht Thema. Hab dann auch gar keinen, und seit 2016 vertrage ich keinen Alkohol. Also da, und da habe ich mir dann auch, und lasse es auch tatsächlich, seit 2016 als Weinliebhaber keinen Wein zu trinken, das ist hart. Da habe ich dann gemerkt, hier stimmt was nicht. Das ist keine normale Reaktion. Ich hatte ein Glas Champagner getrunken, das war ein schönes französisches Gesamtessen, ne, mit Champagner, Sauerkraut und so. War wirklich lecker, aber mir ging es dann, wie gesagt, totalen Absturz gehabt, mit Durchfall, Erbrechen nicht gar, aber starke Übelkeit und nach 3 Tagen war der ganze Spaß erst vorbei. Und da wusste ich, stopp, hier stimmt was nicht. Das ist keine normale Reaktion auf 2 Gläschen Wein. Ja, nicht 2 Flaschen mehr, okay, aber 2 Gläschen Wein oder beziehungsweise Flasche, ein Gläschen Champagner, aber das sind ja auch nur 0,1 und 0,2 Rotwein zum Hauptgang. Das war absolut nicht normal. Ja, und dann habe ich mich, ging die Suche los oder die Ideen los. Was könnte das sein? Und da fing es an mit Histamin. Histamin war auch zu dem damaligen Zeitpunkt nicht unwichtig, aber dann Histamin sich mehr mit dem Darm beschäftigt. Hab dann einen Arzt auch in Ende 2016 in Berlin aufgesucht, der sich sehr gut damit auskennt. Und bin dann eigentlich zufällig dann auf Dr. Strunz gekommen, der Orthomolekular und Low-Carbler ist, und auf Kuklinski Biochemie. Na, der ist ja auch Biochemiker und Arzt. Und dann fing das an, und seitdem habe ich jetzt ja über 250 Bücher stehen, dann fing das an, dass man dann immer mehr, und dann bin ich in diese gesamte Thematik reingekommen, Ernährung, wie wichtig Ernährung eigentlich ist. Ja, und das hatten wir vorweg gerade angerissen. Ich bin auch der Meinung, ich bin ganz sicher, dass das die Schüler interessiert, wenn man Biochemie unterrichtet, und zwar auf uns, wie dieses Ding hier funktioniert. Ja, das wurde ansatzweise ein kleines bisschen, kann ich mich erinnern, aber das war viel zu abstrakt. Na, man müsste wirklich sagen, Leute, dieses Ding hier kann keine Aminosäuren herstellen. Das kann's nicht. Ja, du kannst so viel Zucker oder so viel Kohlenhydrate Brot essen. Das was im Brot an Eiweiß drin ist, kannst du auch nicht gut verdauen. Also, dass man das eine Betriebsanleitung, wie dieses System hier funktioniert, was zumindest eine kleine, es ist vom Messen zu sagen, man kann das komplett beschreiben, ne? Weil so zur Information für alle Mithörenden, hier hat man mindestens 16.000 verschiedene Enzyme, die arbeiten, und zwar gerade in diesem Moment. Das macht es ein bisschen unübersichtlich, oder das ist natürlich auch ein Reiz für Leute wie mich, die sich gerne in alle Details rein verkriechen. Und genau, dann fing ich an, halt dann, und dann hatte ich auch große Erfolge.
auch dadurch, dass ich da eine Schwermetallausleitung gemacht habe. Ich war jetzt nicht wirklich vergiftet, aber belastet. Ich würde vermuten, Fischkonsum. Ich habe mir auch auf der anderen Seite mit 19 Jahren, also ich habe mich schon immer für Gesundheit schon immer interessiert und war glücklicherweise auch bis dahin, bis 2016 oder bis ja 2013, 14 auch relativ fit. Ich habe mir mit 18 oder 19 Jahren 28 Amalgamfüllungen rausgemacht, wo viele auch... Wow, Mann. Genau. Ja, was, und das hast du überlebt, weil Dautner hat das, ich glaube, Dautner ist damit ins Krankenhaus gekommen. Also das war tatsächlich lebensgefährlich, muss man im Nachhinein sagen. Ich bin gar nicht so ein schlechter Entgifter im Nachhinein. Das ist insofern lebensgefährlich, weil beim Rausmachen vom Amalgam wieder das Amalgam sehr heiß wird. Das wird ja rausgebohrt mit diesen feinen mit den Turbinen. Und das war ohne jeglichen Schutz. Das war jetzt nicht nach dem State of the Art, wie man es in 20... Das wollte ich gerade sagen. 20, die wenigsten machen es dann wahrscheinlich auch noch so, dass es sicher ist. Genau. Und auch wenn, bei 28 kann immer mal was dazwischen durchgehen. Und dass wir reden von 1992, ja. Wo ich das habe machen lassen. Ja, das war 1991, 92. Wow. Und ich habe als Gegenmaßnahme damals noch nicht mal MSM oder Schwefel oder ich hab grünen Tee getrunken in der Hoffnung, dass das was bringt. Nein, natürlich nicht viel. Kam noch der weniger gut funktionierende Darm. Ja gut, zu der Zeit, also das war ja jetzt mit 20 Jahren, da habe ich diese Probleme gar nicht gehabt. Also gar nicht gehabt. Diese Verdauungsprobleme kamen halt erst 10 Jahre später auf. Es kann aber gut sein, oder es wird gut sein, dass da auch schon was hängen geblieben ist. Ich vermute aber, ich habe sehr gerne bei einem Italiener in Paderborn immer sehr gerne Fisch gegessen, was aus heutiger Sicht ein absolutes No-Go ist. Das darf man, also vor allen Dingen auch, also aus mehreren Gründen vielleicht ein No-Go, weil viele Fische auch vom Aussterben bedroht sind, wie Thunfisch oder verschiedene Thunfischarten. Und Schwertfisch sieht es, glaube ich, kaum besser aus. Aber die sind vor allen Dingen hochbelastet mit Quecksilber. Punkt. Lachs leider genauso. Auch wild gefangener Lachs genauso hochbelastet mit Quecksilber. Von daher vielleicht einmal im Jahr, aber ich esse es gar nicht mehr tatsächlich. Na, wenn man nämlich so 28 Ausleitungen durchstanden hat, die ich gemacht habe, 28, dann weiß man, und das ist gar nicht mal so, das ist schon nicht wenig, aber das ist, sagen wir mal, normal für einen leicht belasteten Mensch. Und ich habe meinen Quecksilber auf null runter, fast null runtergefahren. Zumindest da, wo die Ausleitungsgelate auch hinkommen. Ja, und dann ging es mir schlagartig, damals hatte ich schlagartig zwei Leistungsstufen besser. Ja. Ich hatte zum Beispiel das Problem, was mir bis dahin niemand erklären konnte, ich war bei zig verschiedenen Orthopäden, dass ich immer, dass mein linkes Knie war es, glaube ich, immer gekrampft hat. Nach ungefähr 1 Kilometer, 1,5 Kilometer Warmlaufen, Joggen, fing diese Sehne, die nicht krampfen kann, weil das kein Muskel ist, aber ich kann es nur so umschreiben, die fing immer an zu krampfen. Ja? Und ich musste anhalten. Das war so schmerzhaft, dass ich kaum noch das Bein gerade oder ne, bewegen konnte, das Knie, und gehen ging. Ich bin dann nach Hause gegangen und dann, das habe ich so 2-3 Mal probiert und dann habe ich gesagt, okay, das ist es nicht. Ich bin dann zum Boxen gegangen, weil beim Boxen bleibt man ja stehen und wehrt sich und läuft nicht weg. Also ich wollte auch Cardio machen und da war Boxen tatsächlich, klar, Laufen gehört zum Boxen eigentlich auch dazu, aber das habe ich halt weggelassen, das ging nicht. Und so habe ich mich damals kardiotechnisch gut weiterhin über die Runden gehalten und das war somit ganz okay. Aber das war mit einem Schlag weg, tatsächlich. Wow, das ist ja mal interessant, dass diese orthopädischen Probleme auch möglicherweise mit einer lokalen oder vielleicht auch mit einer strukturellen Vergiftung Zusammenhang stehen. Das ist ja mal eine super Beobachtung, oder? Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Ist natürlich ein N=1 Fallbeschreibung jetzt von mir. Ich habe so eine ähnliche Fallbeschreibung noch von einer Freundin, die auch Ärztin ist, der fing an, die Hüfte weh zu tun, zu Schmerzen in der Hüfte, und die hat dann mit DMPS, ich konnte es ja halt selbst verschreiben, ausgeleitet, und nach 15 Ausleitungen war der Spuk vorbei, komplett weg. Ja. Und das ist schon logisch, das bedeutet, dass alle Erkrankungen am Bewegungsapparat damit zusammenhängen, aber wenn man an sich metabolisch gesund sich gut ernährt, und das hat sie, und dann sowas kommt, so in Anführungszeichen tatsächlich eher aus heiterem Himmel, dann könnte es zumindest an einer Schwermetall
Belastung, da kann man dann zumindest dran denken, weil die unheimlich viele Enzyme beeinflussen. Ne? Und ja, bei mir war es dann tatsächlich durch die Ausleitung das Gesamtsystem deutlich besser, so dass ich dann auch in den 2-3 Jahren, in 18, 19 vor allen Dingen, dann auch super sportliche Leistungen auch trotz, dass ich noch Ausleitung auch hatte, die einen schon runterziehen. Die rauben halt unheimlich viel Mineralien auch. Ne? Die können nicht gezielt Quecksilber ausleiten, das gibt es leider nicht, sondern die ziehen, was so ähnlich aussieht wie Quecksilber, ziehen die raus. Und DMPS zum Beispiel zieht ziemlich viel Kupfer und Zink auch raus und Magnesium. Und deswegen. Ja, aber das ist ein ähnliches Phänomen. Aber was ich so bei meinen Kunden auch immer beobachte, dass wenn die Leute nicht mehr so wirklich in ihre volle Energie kommen, die müssen jetzt gar nicht irgendwie chronisch müde sein, aber die haben einfach nicht mehr so das energetische Potenzial, so wie es mal da war. Aber wenn man dann langfristig mal auf die Entgiftung achtet, dann kriegen die irgendwann auch mal wieder mehr Energie und können wieder eine größere Leistung auch im Training abrufen. Das ist schon was ich auch so mit meinen Kunden beobachtet habe, dass einfach dann im Sport dann auch mal wieder mehr geht. Ja, das ist das, was mein Dr. Heinrich in Berlin mir auch mal sagte, der auch Profisportler in Berlin sozusagen behandelt. Und er hat denen gesagt, na, wenn du Weltmeisterin werden willst, diese letzten 5%, dann musst du das Quecksilber loswerden. Ja, und vor allem, wenn man in Sportarten schaut, ich habe so ein bisschen im Motorsportbereich mit zu tun gehabt, die sind ja wahnsinnig vergiftet, ne? Was da quasi rausgeblasen wird, denn der akkumuliert sich natürlich einiges. Und da sollten die Athleten natürlich immer drauf schauen, dass man sowas auch auf dem Schirm hat. By the way, eine Sache wollte ich vielleicht noch hinzufügen zu deinem belasteten Fisch. Und ich denke, das soll kein Freifahrtschein sein für Fischaufzucht, weil der norwegische Fisch oder der norwegische Lachs, der ist ja bekannt als das giftigste Lebensmittel der Welt. Das heißt, da sollte man sich nicht vielleicht sicher fühlen, wenn man jetzt nicht in den Wildfang geht, sondern da ist es eigentlich fast noch schlimmer, oder schlimmer kann man nicht sagen, ist beides super schlimm, aber sind meterhohe Giftschichten in diesen Zuchtfarmen drin. 50% der Lachse überlegen nicht und die anderen 50%, die kriegen wir dann auf den Teller. Von daher da auf jeden Fall Vorsicht, was den Fisch angeht. Ja, aber Wahnsinn, Robert, eine Riesenreise, die du auch hinter dir hast. Und jetzt sagst du, und eigentlich bin ich aber genetisch gesehen gar nicht so ein schlechter Entgifter. Dennoch aber quasi eine massive Belastung. Und dann sind wir eigentlich so bei der Epigenetik, wo wir sagen, hey, auch wenn wir genetisch gesehen gar nicht so diese Prädisposition haben, kann es natürlich trotzdem sein, dass man dann eine Belastung kriegt. Auf der anderen Seite wollte ich eigentlich heute mit unserem Thema so ein bisschen eher wieder in die Genetik gehen, weil so gefühlt zumindest heute geht es ja fast nur noch über die Epigenetik und die Genetik wird so ein bisschen abgetan. Ach ja, ich mag vielleicht diese genetischen Prädispositionen haben, aber die Epigenetik wird es dann schon richten. Was sagst du den Menschen, Robert, die sagen, die Genetik ist maximal 1% von der Gesundheit oder auch von Krankheit, den Rest macht schon die Epigenetik. Was würdest du denn da entgegnen? Ich würde sagen, dass das gar nicht so falsch ist. Die Genetik spielt schon eine Rolle im Hinblick darauf, dass man seine Ernährung hauptsächlich vielleicht auch halt, beziehungsweise sein gesamtes Umfeld. Ne? Ernährung ist ein wichtiger Punkt, aber auch Schlaf ist ein wichtiger Punkt, Biorhythmus ist ein wichtiger Punkt, Bewegung ist ein wichtiger Punkt. Dass man das schon darauf ausrichtet. Also absolut falsch ist es zu sagen, zum Beispiel nehmen wir ein gern oder ein häufig diskutierter Punkt ist das ApoE, das Alzheimer-Gen. Ja? Ja, 15- bis 30-fach erhöhtes Risiko. Ne? Also so je nach Datenlage gibt es ja mehrere Daten, aber so in der genau, Range. Genau, nehmen wir auf jeden Fall mal um Faktoren höher. Ne? Um Faktoren höheres Risiko für Alzheimer und Demenz.
Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von Epigenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zu Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich. Wenn man beide Gene auf sogenannt E4 hat, ja, und das ist mit Epigenetik auf exakt den Faktor 0 oder ne, zu reduzieren, weil Alzheimer findet man, hat man mittlerweile sehr, sehr große epidemiologische Auswertungen drüber, spielt Insulin alias Diabetes eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ja, es gibt die Plaqueablagerung und so weiter, aber der Hintergrund ist wohl einfach, wir müssen mal so 2 Minuten drüber reden, was wir Menschen eigentlich essen sollten, wo wir herkommen. Weil dann wird ganz vieles, dann eigentlich wird alles dadurch klar. Ja, das und auch das, glaube ich, ist jetzt eher, kann man nicht so allgemein halten, zu sagen, was sollten wir essen? Da sollte man wahrscheinlich dann auch eher, und das ist auch, glaube ich, so ein Ansatz der Individualisierung, wo wir eher wahrscheinlich davon weggehen sollten, was sollten wir alle machen? Und eher dahin zu schauen, was sollte vielleicht jeder Einzelne machen? Also individuelle Ernährung. Individuelle Ernährung, ja, wobei es gibt schon so ein paar Grundregeln, die man nicht verneinen kann. Es gibt natürlich dann schon, was schon reinspielt, ist, dass wir in wir Kaukasier schon etwas besser an Getreide gewöhnt sind als andere, bis vor kurzem noch wildlebende Stämme, die auch sofort krank und fett werden, wenn sie mit Zucker und billigem Weizenmehl in Kontakt kommen. Ne? Die haben ja dann auch, sagen wir mal, keine gute Qualität, die wir ihnen dann da unterbreiten. Aber so einen Satz darüber und auch zu ApoE4 dann noch zurückkommend. Das ApoE4 zeigt sich, ist ein Gen, was sagen wir mal, eher so das alte Gen ist. Ja, das ist so der alte Softwarestand, ja, um mit meiner Sprache da auch so ein bisschen reinzukommen. Und dieser alte Softwarestand kommt einfach schlechter mit höheren Kohlenhydratmengen zurecht. Das Gehirn wird schneller insulinresistent. Das ist ein Grundproblem. Ja. Ist aber ganz einfach, mit Epigenetik in den Griff zu kriegen. Leute mit E4 müssen jetzt nicht sagen, oh, ne, ich werde auf jeden Fall Alzheimer bekommen. Nein, du musst einfach konsequenter Low Carb leben. Und das ist nicht schwierig. Ketogen ernähren ist was anderes. Das ist tatsächlich hart. Das bedeutet... Und da sind wir ja schon bei der individuellen Ernährung. Ne? Genau, da sind wir schon... Ich denke ja nicht, und da dürfen sich ja unsere Meinungen ja auch gerne unterscheiden, aber ich denke nicht, dass jeder jetzt Low Carb leben muss. Ich zum Beispiel für mich habe festgestellt, Low Carb ist für mich zum Beispiel nicht wirklich geeignet. Okay, lass uns das kurz mal definieren, was ist, weil da gibt es so wahnsinnig viel Missverständnis. Also ich bezeichne Low Carb alles, was unter 150 Gramm Kohlenhydrate ist. Also zwischen 50 und 150 Gramm, das ist für mich Low Carb. Weil normalerweise, sagen wir mal, die Menschen so zwischen 200 und 500 Gramm Kohlenhydrate, Leistungssportler gern auch mehr, weil die ihre Energie sich über Kohlenhydrate reinholen, was unter Umständen absolut ein Riesenproblem ist. Ja? Darüber, ne, das ist dann auch so ein, das ist nicht gut, oder das ist für einige sehr, sehr schlecht, das zu tun. Aber nehmen wir mal Leistungssportler erstmal außen vor, mit einem, mein Kalorienbedarf ist irgendwo bei 2.500 Kilokalorien, und ich esse so 100, 120 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und das bezeichne ich aber trotzdem noch als Low Carb. Ketogen wäre, ich esse tatsächlich dann 130, also ich zähle auch die Möhre mit und ich zähle auch, Süßkartoffel gibt's ja da nicht, da gibt's maximal mal eine Kartoffel. Das ist aber unnötig. Ja, das ist vielleicht am Anfang interessant, um schneller das System wieder umzustellen. Da mag das interessant sein, wenn man aus diesem High Carb, wo ich ja auch, ich war bis 16 High Carbler, und habe dann am 1.1. tatsächlich 1.1.17 umgestellt auf Low Carb, aber auch mal einen Tag mit 250,
das ist ja vollkommen unkritisch, ja, das mal einzuschieben. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar förderlich, ja? Mal so einen High-Carb-Tag zu haben, wo man auch mal Kuchen isst, also wenn man Gluten verträgt. Wenn man mal Kuchen oder diese ganzen glutenfreien Mehle müssen wir haben, aber gut, das ist halt auch ein großes Thema Ernährung. Halte ich nämlich gar nichts von. Diesen Jahr ist viel mit Reis und Arsen und dann sind wir wieder bei Vergiftung. Das heißt, für mich ist Low Carb bis 150, es kann vielleicht für Leistungssportler sogar bis 200 Gramm gehen. Paul Saladino zum Beispiel, der macht 2-3 Stunden, der surft 2-3 Stunden am Tag, der ist vielleicht bekannt dem einen oder anderen, und der isst jetzt auch um die 250 Gramm Kohlenhydrate und das würde man immer noch als Low Carb sehen, ne? Weil das High Carb ist dann halt dieses, man isst fast nur Kohlenhydrate. Ja? Das heißt, die gesamte Ernährung ist ja dann auch eine Geldgeschichte, das ist dann ja Leute, die sich dann überhaupt kein Fleisch oder sowas in der Richtung leisten können und dann sehr viel Nudeln mit Tomatensauce, Pizza, Margarita, wo bestenfalls ein bisschen Käse drauf ist, und nur in diesem High-Carb-Bereich essen. Ja, außerdem muss man dann auch wieder unterscheiden, welche Kohlenhydrate, du sagst ja schon, ob das jetzt die Pizza ist oder ob das dann eben ein gewaschener Quinoa ist oder was es auch immer sein kann oder die Süßkartoffel. Das macht ja dann auch nochmal einen großen Unterschied. Robert, ich muss ein bisschen versuchen, das Thema zu switchen, weil wir könnten uns jetzt natürlich komplett die ganze Stunde oder vielleicht haben wir ein bisschen mehr heute Zeit über Ernährung und individuelle Ernährung unterhalten, was auch super interessant wäre. Wir haben aber heute eher vor, so ein bisschen über deine Inhalte aus dem Buch zu sprechen, eher so über die SNPs, über die genetischen Prädispositionen. Jetzt haben wir schon eines angerissen und das ApoE4. Ich habe glücklicherweise auch noch jemanden im Podcast, der wird kommen. Das werde ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber da geht es ausschließlich ums ApoE4 oder um die 2 SNPs. Deswegen würde ich heute gerne so ein bisschen... die zu Gast sein wird, die hat auch ein Buch über ApoE4 geschrieben. Können wir uns ja gerne im Anschluss nochmal drüber unterhalten. Aber ich würde gern vielleicht nochmal zurückkommen zur ersten Frage. Und die war, was entgegnest du den Menschen, die sagen, ja, okay, Genetik ist maximal 1%, und dann hast du gesagt, ja, die mögen gar nicht so falsch liegen, weil wenn man sich das ApoE zur Hand nimmt, dann haben wir dieses hohe Risiko, und wenn wir gewisse Sachen meiden, dann ist das Risiko eigentlich fast gegen null. Das finde ich schon mal eine super Aussage. Das spricht für die Epigenetik. Auf der anderen Seite, und das ist meine Ansicht, neigen viele auch, glaube ich, dazu, die Genetik einfach zu sehr zu verharmlosen. Und ich mag den Spruch persönlich sehr gern. Unsere Genetik ist wie eine geladene Waffe und die Epigenetik ist wie der Abzug. Und das trifft's eigentlich auch, so wie du sagst, es wird's eigentlich auch treffen bei dem ApoE4-Genotyp, weil die geladene Waffe ist im Endeffekt dann mein Lifestyle, die Ernährung. Das heißt, ob das 1% ist, da lässt man sich streiten und über Zahlen, glaube ich, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ich glaube einfach so in der heutigen Welt, und das ist mir vielleicht nochmal wichtig zu sagen, sind wir einfach so intensiven Gegebenheiten ausgesetzt, dass es einfach schon sehr, sehr schwierig wird, zu sagen, hey, das lassen wir jetzt blind liegen. Vielmehr glaube ich, dass es einfach uns wahnsinnigen Mehrwert auch gibt, Bescheid zu wissen über unseren Blueprint, um dann auch basierend darauf so eine personalisierte, vielleicht nicht nur Ernährungsempfehlung, vielleicht sogar eine Lifestyle-Empfehlung geben zu können. Robert, welches war denn das erste Gen, mit dem du in Kontakt gekommen bist? Bei vielen war das MTHFR. Da ging bei vielen so die Reise eigentlich los. Wie bist du zu den Polymorphismen jetzt so nach dieser ganzen Reise gekommen? Du warst massiv belastet mit Quecksilber etc. Der Darm war ein Problem. Was hat dich denn dann zu den SNPs gebracht und welches hast du als erstes quasi entdeckt? Ich habe die entdeckt durch meinen Arzt in Berlin, der damals für viel Geld 12
SNPs und hat untersuchen lassen. Und da prinzipiell die hauptsächlichen Entgiftungs-SNPs, das heißt die GST-Familie, Glutathion-S-Transferase. Das sind unsere Enzyme, mit denen der Körper in der Lage ist, mittels Glutathion und Enzym, unter anderem Schwermetalle und Gifte, das ist Phase-2-Entgiftung, zu binden und dann auszuscheiden, entweder über Stuhl oder über Niere. Und die wurden damals ermittelt und da bin ich dann darauf gekommen, ach guck mal, da gibt's ja eine weitere Ebene. Ja. Und ganz speziell noch, wo ich einen unheimlichen Aha-Effekt hatte, war beim PEMPT-Gen. Das ist ein Gen, was in uns Phosphatidylcholin unter anderem herstellt. Und das ist bei 40% so ausgeprägt wie bei mir, nämlich TT mit langsam, sehr langsam. Und das heißt, der Körper ist nicht in der oder ist tatsächlich nicht in der Lage, genügend Phosphatidylcholin herzustellen. Punkt. Period. Wobei dann auch wieder, und das finde ich, allein das ist es tatsächlich interessant. Allein dieses Gen zu wissen, ist unheimlich interessant, weil willkommen Gallenprobleme. Ja, dass man kann eine Gallenentfernung, was auch meiner Meinung nach keinen Sinn macht, man kann die relativ einfach umgehen, indem man weiß, wie ist mein PEMPT-Gen? Oh, guck mal, wenn es langsam ist, dann nehme ich einfach regelmäßig ein gutes Lecithin-Produkt. Ja, oder man kann auch ab und zu mal Phosphatidylcholin-Infusionen auch sich geben lassen, aber das ist schon relativ. Ne? Bei mir hat es damals, ich hatte mich gewundert, dass ich einen Wert, der nennt sich CK Gesamt, dass der Wert zu hoch war bei mir. Und das war damals bei so einer Kreatinkinase. Genau, Kreatinkinase. Und war vor dem Sporttest, ja, Sportleistungstest gemacht auf dem Laufband mit RQ-Messung und so weiter. Und der war zu hoch und der Arzt schreibt dran, kommt durch die sportliche Leistung. Es war aber falsch. Ja, der Test war ja danach. Wir haben ja hier keine Rückwirkungen in die Vergangenheit. Und von daher habe ich mich dann auch da drauf gestürzt und geforscht, woran liegt das, dass bei mir dieser Wert, und der war doppelt so hoch, also ne, wie er sein sollte. Und nach dem Sport, wie gesagt, ist das auch normal, aber vor dem Sport sollte das tunlichst nicht so sein. Oder anders, beim Blutabnehmen bitte 2 Tage vorher keinen Sport machen, sonst sind viele Werte schlecht oder falsch schlecht. Ja. Und da bin ich dann halt über das PEMPT-Gen gekommen, habe festgestellt, meins ist langsam, habe das ausgeglichen und nach 4 Monaten von Einnahme von einem guten Lecithin-Produkt war der Wert dann gut. Ja, und das heißt, PEMT baut auch Kreatinkinase ab, oder wie ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist wohl, dass durch zu wenig Phosphatidylcholin, was in unseren Zellwänden verbaut wird, die Zellwände schlecht sind, werden, oder schlecht sind, zu dem Zeitpunkt schlecht sind, und dadurch ja die Zellen stärker absterben und dieses Kreatinkinase stärker rausdiffundiert ins Blut. Das sind ja häufig so, ne, das sind ja häufig so, dass die Enzyme ins Blut rausdiffundieren, ne, auch die also durch Absterben der Zellen, durch Zerstörung der Zellen, durch schlechte Zellwände, können dann die Zellen nicht vernünftig arbeiten. Und da sieht man, das betrifft alle Zellen, also alle 60 Billionen Zellen, die wir in unserem Körper haben, betrifft dieses PEMT Enzym /Gen. Und insbesondere für Leute, die viel laufen oder Sport machen, das ist eigentlich für einen Sportler ist das ein Muss, das zu wissen, weil er einfach, und hier kann man wieder Epigenetik einfach ausgleichen. Man kann dann halt einfach ein gutes Produkt, Lecithin-Produkt als Nahrungsergänzungsmittel nehmen und kann das komplett ausgleichen. Ja, man kann und natürlich, der Wert kostet 2,30 €, also in Deutschland zumindest, zu messen. Man kann den auch regelmäßig kontrollieren und sehen, ist gut, ist ein Haken dran. Ne? Weil ansonsten, man weiß, körperweit leiden die Zellwände und das ist nicht gut. Ja, Lecithin wäre dann quasi so, wäre dann die Lösung. Wie stehst du zu Alpha-GPC oder auch zu TMG, Trimethylglycin? Würde das auch Sinn machen in dem Zusammenhang? Oder funktioniert das dann trotzdem nicht, die Konvertierung?
Cholin macht noch Sinn. Die also Alpha-GPC ist ja quasi Cholin. Das ist eine bestimmte Form von Cholin, okay, die der Körper, die eine hohe, die du, also ich glaube, die beste Bioverfügbarkeit hat. Ja gut, Bioverfügbarkeit würde ich, also wissen wir, Eigelb hat Cholin drin. Ja. Kann man sich auch einen Cholin-Trunk machen mit Eigelb, so als Mix. Geht auch. Ne, genau. Leber hat viel Cholin drin. Ne? Mhm. Und da, das sind, ich tendiere immer mehr, weil ich mich auch sehr mit Paläontologie beschäftigt habe, tendiere ich sehr, sehr stark dazu, das echtes Essen zu nehmen. Das ist auch so eine Grundprämisse so der letzten 2-3 Jahre von mir, dass ich versuche, so viel wie möglich auf eine Ernährung aus der normalen Ernährung herauszuziehen. Ne? Und deswegen gibt es jetzt auch spätestens alle 2 Wochen Leber bei uns im Haushalt. Super. Ja, ist halt was wir, da haben wir uns normalerweise draufgestürzt. Ja, wir haben uns, wenn wir gejagt haben und haben das Vieh erledigt, wurde die Leber, die wurde roh aus, die wurde roh direkt beim Auseinandernehmen. Es wird ja dann in aller Ruhe das Vieh auseinandergenommen von wildlebenden Völkern. Und da wird die Leber gegessen, wird ein bisschen was aufgehoben für die Frauen, weil die brauchen das auch, das weiß man. Die sind ja, wie gesagt, was das angeht, sind die ja viel intelligenter oder als wir. Die haben halt noch das alte Wissen oder das einfach überliefert. Und die Männer haben essen das live sozusagen am Jagdort. Ja, man hat das irgendwie schon im Gefühl gehabt, dass das so das nährstoffreichste oder die nährstoffreichste Nahrung eigentlich ist, ne? Vom ganzen Tier. Irgendwie hat man das, ist ja heute auch immer noch so. Man hat so ein Gefühl, immer irgendwie so vielleicht was zu essen. Nicht, wenn ich ein Craving habe auf einen Donut, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige. Da muss man aufpassen, genau. Aber wenn ich so, ja, irgendwie heute fühle ich mich, Leber in meinen Frühstücksmoothie zu geben. Gefrorene Leber, klein, dann rein in Smoothie. Ist super nährstoffreich. Und aber eine Sache noch, weil nicht jeder isst ja Leber, oder es gibt ja auch Vegetarier und Veganer, und deswegen muss man, denke ich, schon noch an Supplementieren denken. Da sagst du auf jeden Fall, okay, Cholin in welcher Form auch immer, oder dann eben Lecithin.